You are the creator. You make cities. Herzlich willkommen zum ersten Multiplayer-Projekt hier aus Bölofons. Ich werde als erster Bürgermeister die Map Korallenüberfluss spielen und nach mir, wenn ich 2 Stunden gespielt habe, das ist Zeitlimit hier, wird ein neuer Bürgermeister die Stadt übernehmen. Also ein anderer YouTuber wird dann die Stadt übernehmen und wird das dann weiterbauen mit seinen Vorstellungen. Und mal gucken, was daraus wird. Und jetzt kommen jeden Monat 4 Folgen. Einmal von mir 4 Folgen, im nächsten Monat von jemand anders 4 Folgen. Und das geht dann so weiter, immer wieder im Wechsel, bis wir irgendwann eine komplett kaputte Stadt haben oder eventuell eine richtig schöne Stadt, die aus verschiedenen Baustilen besteht oder auch verschiedenen Plätzen, die irgendjemand gebaut hat. Und sonst gibt es hier eigentlich keine Regeln. Also ich werde jetzt einfach hier schon mal anfangen, die Hauptstraße zu bauen. Die anderen bringen einfach nur ihre eigenen Ideen so ein bisschen hier mit rein. Ich hoffe einfach nur, dass ich hier keinem irgendwie etwas verbauen werde, aber das werden wir dann sehen. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal einfach nur, eine gute Infrastruktur herzustellen, wo wir schon mal ein positives Einkommen haben. So, das würde ich hier hinstellen. Und jetzt, also hier in die Ecke kommt natürlich erstmal so ein bisschen Industrie. Hier wird natürlich das erste Dorf entstehen. Und sobald es irgendwie die Finanzen zulässt, werden wir die Industrie hier in die Ecke versetzen. Damit keiner von den anderen ein Problem mit der Industrie hat. Und mal gucken, ob das so funktioniert. Ich habe dafür jetzt 4 Folgen Zeit, a 30 Minuten. Mal gucken, was wir jetzt überhaupt in der ersten Folge schaffen. Jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken. So, müsste ich dahin ungefähr machen. Gehen wir nochmal hier so und das ist perfekt. Müssen wir nur gucken, ob die 90 Grad auch passen. Einmal von oben bitte. Oh. Ein bisschen verschätzt, aber das ist okay, der Abstand. Der gefällt mir. So. Ein bisschen Abstand zum Grundwasser. Das mal hier hin und ziehen unterirdisch den Strom. So, und hier wird jetzt einfach erstmal die Industrie entstehen. Das Grundwasser würde ich jetzt nicht anpumpen. Ich würde jetzt einfach hier Pumpstation hinstellen. Hier Abwasser. Und Wasser binden wir direkt auch an. Jetzt mal gucken. Erwischt. So. Habe ich das auch erwischt? Ja, habe ich auch erwischt. Okay, perfekt. So, müssen wir jetzt hier oben noch einmal. Wir pausieren noch erstmal. Wir werden so anbinden einfach. So, dann haben wir Wasser, Strom, Abwasser. Okay, und das reicht dann auch erstmal. Und hier ziehen wir noch ein bisschen mehr Industrie entlang. Kommt bis hier runter. Das wird erstmal total hässlich hier auch alles, aber ist nicht schlimm. Das werden wir eh noch versetzen. Hier dran, so. Genau, und jetzt kommt hier erstmal ein bisschen Dorf hin. Machen wir mal einfach erstmal gerade. Wir machen erstmal einfach eine richtige Planstadt hier. So, und so. Okay, also. Nebenbei kann ich ja schon mal so ein bisschen erzählen. Also, es haben sich nämlich 3 andere gefunden, die
auch Bock auf dieses Projekt hatten. Und die habe ich einfach mal angehauen und die waren dabei. Die haben sofort gesagt, die haben Bock drauf. Und ja, jetzt hat das so seinen Weg genommen. So, wir haben so ein bisschen rumgeplant, wie man es machen könnte. Und dabei ist dann halt dieses Projekt dabei entstanden, dass wir uns halt abwechselnd mit der Stadt beschäftigen. Und wir markieren auch Bezirke. Dann später, wenn ich es freigeschaltet habe, markieren wir dann, wenn einem etwas wichtig ist, dann wird das einfach mit einem R markiert. Das habe ich auch alles in der Beschreibung stehen, genauso wie die anderen, die hier mitmachen. Die habe ich dort alle verlinkt. Gerne einmal reingucken. Das sind super liebe Leute, die haben super coole Bauideen. Und ich hoffe, das wird einfach ein schönes Projekt mit denen. Bisher haben sie mich nämlich auch super empfangen. Es war einfach schön, mit denen auch zu schreiben und ich glaube, das wird ein richtig cooles Projekt hier. Und deswegen versuchen wir jetzt auch, so gut es geht, niemandem hier was kaputt zu bauen. Hier ziehen wir einfach nochmal die Straße durch. So. Das sieht nur alles katastrophal aus. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Das wird alles hier prima donna. Aber wie machen wir das zuerst? Wir werden hier Häuser hinbauen. Hier kommen Geschäfte hin. Hier werden wir einen Übergang hinsetzen. Hier werden wir auch nochmal eine Verbindung rausnehmen. Das hier oben hinziehen. Genau, das werden wir dann auch direkt verbinden. So. Genau, also erstmal machen wir hier richtiges Ast einfach. Das ist nicht schön, also nicht sehr schön, aber es ist erstmal effizient. Und jetzt lassen wir es direkt laufen, damit ein paar Leute schon mal einziehen. Und hier ziehen wir einfach schon mal. Wir haben direkt einen Meilenstein erreicht. Winziges Dorf. Wir haben jetzt direkt ein bisschen Geld bekommen. Ein Punkt zum Freischalten. Und drei Kacheln. Mit den Punkten fangen wir erstmal gar nichts an. Denn der Plan ist, wir wollen zum Kohlekraftwerk. Wir wollen die Umwelt direkt verpesten, weil wir brauchen richtig viel Geld. Das ist das Ziel. Wir wollen diese Stadt richtig profitabel machen. Erstmal. Danach passiert, werden wir sehen. Das ist jetzt mein Plan. Was die anderen danach planen, da werden wir uns überraschen lassen. Da weiß ich selber auch noch gar nichts. Aber genau, wir sparen uns diesen Punkt. Und die Kacheln werden wir hier drüben wahrscheinlich. Oder hier drüben? Müssen wir das Autobahnkreuz mit ausbauen. Und wir müssten auch die Stromleitungen langziehen. Wo kommen die? Ach, die kommen von da drüben. Ah. Wir machen hier in der Ecke mal hier ein kleines Kohlekraftwerk vielleicht. Stört ihr denn gar nicht, oder? Ist doch bestimmt der Hammer. Ja, das machen wir. Wir kaufen uns hier unten. Vielleicht nicht. Ich hoffe, es wird mich keiner hassen dafür, aber egal. Wir benutzen das jetzt genau so. Ja, wir machen das so. Kaufen. Bereiten das dann schon mal so hoch für später. Aber erstmal werden wir hier weiterbauen. Aber wir ziehen uns noch weiter hier hoch. Und wir hier erstmal ein bisschen Fläche schaffen für ein paar Einwohner, die uns erstmal ein bisschen Geld scheren. Und wir werden auch erstmal keine Dienstleistungen ausbauen. Wir versuchen so viel Geld wie möglich erstmal zu sparen, um dann halt das Kohlekraftwerk zu holen. Und dann werden wir halt den ganzen Strom exportieren und dadurch ein gutes Plus machen. Und dann gehen wir natürlich auch in die Richtung, dass wir von Kohle wegkommen. Vielleicht sauberes Solarkraft oder Atomkraft. So sauber das halt ist, ne?
Und hier müssen wir weiterlaufen lassen. Wir könnten Reihenhäuser bauen. Hätte ich Bock drauf. Aber. Ach, wir bauen schöne Reihen. Wir machen die erste Reihe hier hin. Und da setzen wir dann schöne Bäume dran. Ins Straßenende. Was für Bäume nehmen wir denn? Apfelbaum, oh, das ist cool. Die setzen wir dann hier so als Abgrenzung zur Straße mal hin. Also dekorieren ist jetzt auch erstmal nicht unser primäres Ziel, aber ich will wenigstens die schönen Reihenhäuser hier vollenden. Damit überhaupt irgendwas Schönes bei meinen Folgen ziert. Weil der Grundgedanke ist ja erstmal auch effizient bleiben. Danach können wir nochmal ein paar Geschäfte vielleicht. Wir müssen Industrie aufsetzen. Wollen ja auch arbeiten, die Leute, ganz vergessen. Die Industrie setzen wir dann natürlich hier ein großes Deck schon mal rein. Versuche auch darauf zu achten, dass wir den Boden nicht sehr hier verschmutzen mit dem Grundwasser. Falls das einer von den anderen noch nutzen will. Ah, das werden wir dann aber noch sehen. Genau das wird unsere Hauptstraße. Die benennen wir aber erstmal um in einen von den anderen Bürgermeister, in Lars. So, das wird seine erste Straße. Die anderen werde ich auch noch mit einbinden, nach und nach. Aber die Hauptstraße bekommt er jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal kurz. Eine Klinik können wir natürlich auch schon hier einbauen. Die setzen wir vielleicht mal hier mit hin. Müll lasse ich auch erstmal weg. Und dann warten wir noch auf die Polizei und die Schule. Ich glaube, hier hinten könnten wir eigentlich einen Kreisverkehr setzen. So, und so. Und hier drüben kommt dann die Schule noch hin. Da lassen wir vielleicht mal eine Häuserei frei. Hier kommt dann die erste Schule gleich rein. Wir spulen mal ein bisschen vor. Häuser können wir hier auch noch hinsetzen. Drüben einmal. Ja, das ist nicht so gut, das Haus. Das sehe ich auch. Stehe ich. Und. Ja, Geschäfte lassen wir erstmal so. Das lassen wir das Ganze ein bisschen fortlaufen. Ich versuche die Zeit im Blick zu behalten. Wir sind jetzt bei 15 Minuten von der ersten Folge. Wir haben noch 15 Minuten also. Und wir sitzen hier drüben. Da sehen wir direkt mal. Nehmen wir uns den Strom und setzen wir unterirdisch einfach hier dran. So.
damit wir später hier dann das kleinere Industriegebiet anfangen können mit unserem Kohlekraftwerk. War das wirklich der Kraftwerk, oder? Wobei, wenn man da nur das Kohlekraftwerk hinsetzt, hätte ich eine Fläche sparen können. Ja, gut. Ah. War vielleicht nicht ganz so durch. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Wir haben ja hier noch eine nach draußen Verbindung, nenne ich es jetzt mal. Eine Outside Connection oder. Genau, hier, wir können ja nach draußen alles setzen. Also ist ja nicht schlimm. So. Ja, bloß nicht pausieren. Genau, die Flächen versuchen wir so ein bisschen zu sparen. Hier drüben haben wir auch die Eisenbahn, okay. Hier drüben haben wir ein bisschen Fläche für Eisenbahn, okay. Ich würde auch ganz gerne schon mal die nächsten drei Flächen kaufen beim nächsten Meilenstein. Damit wir so ein bisschen uns ausbreiten können, obwohl wir eigentlich auch hier rüber können. Aber wenn wir uns hier drüben erstmal ausbreiten, dann macht das schon vielleicht mehr Sinn. Das machen wir jetzt erstmal direkt. Wir setzen einfach jetzt schon mal direkt das Stadtlayout fest. Naja, wobei es ist ja nicht das Stadtlayout, sondern erstmal nur das kleine Dorf, das wir hier bauen. So. Okay. Nur komplett einmal durch. Ein bisschen müssen wir die Industrie hier tatsächlich stehen lassen, damit die Leute auch wirklich überhaupt Arbeit haben. Dafür werde ich mir aber auch noch was Neues gleich überlegen. Hier setzen wir einen hoch. Dann gehen wir hier rüber, wieder runter. So, dann haben wir das schon mal so ein bisschen hier verbunden. Könnten wir eigentlich hier mit gerade durchgehen und hier kommen dann Geschäfte einfach nochmal hin. Sollte hier ein Kreisverkehr? Nee, ich lasse das erstmal. So groß ist jetzt die Industrie auch noch nicht. Und hier haben wir einen kleinen Huckel drin, stört aber nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Industrie. Da weisen wir mal das drüben aus. Hier nehmen wir das Zwischenstück mal weg. Sind hier noch ein paar Gebäude hin. Was ist hier das Problem? Ach, nur Leichbar. Okay. Das ist ja kein Problem. Ist noch da Nachfrage nach Wohnhäusern. Die setzen wir einfach komplett hin. Was haben wir denn hier eigentlich? Ist das europäische oder amerikanische? Was habe ich hier gebaut? Ah, das müssten dann europäische sein. Okay, wenn wir die auch hier weitersetzen, wir werden genau die zwei, drei Kacheln, wir machen die drei voll. Dann setzen wir die Bäume hier mal weg und setzen dann hier drüben die Bäume hin. Und wir können direkt nebenbei schon mal neue ausweisen, oder? Weisen wir das schon mal aus. Hier genauso. Setzen wir jetzt einfach schon mal. Nebenbei pflanzen wir hier weiter die Bäume. Damit wir halt eine kleine schöne Abgrenzung dazu bekommen. Wir lassen die Bäume auch erstmal ein bisschen wachsen und die Gebäude auch ein bisschen wachsen. Ich glaube, dann sieht das alles
recht entspannt aus mit den Apfelbäumen an der Straße. Dann müssen wir gleich nochmal ein paar Geschäfte bauen. Wir hätten noch ein bisschen Platz für ein paar Geschäfte. Aber wir nehmen mal hier drüben das. Wir halten die Luftverschmutzung auch nochmal im Auge. Das war eine dumme Idee da unten, das zu bauen. Wäre eigentlich echt besser gewesen, an der Autobahn das zu bauen. Das tut mir jetzt schon leid. Ich habe jetzt schon 2 Kacheln verbraucht, die wir gar nicht benötigen. Aber vielleicht merkt es ja keiner. Wir vergessen die 2 Kacheln einfach. Das sieht bestimmt keiner. Fällt keinem auf. Kein Problem. Genau. Wir haben den nächsten Meilenstein erreicht. Ich krieg ihn weg. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die Grundschule und eine höhere Schule. Und ein paar neue Gebäude. So. Wir haben auch erstmal wieder 2 Punkte erreicht. Die können wir ja mal benutzen für das Gaskraftwerk. Dann müssten wir im nächsten Meilenstein haben wir die Punkte erreicht, um ein Kohlekraftwerk zu bauen. Perfekt. So, und jetzt was haben wir hier eigentlich? Die Industrie entstehen lassen. Das machen wir auch gleich in der nächsten Folge dann. Wir werden uns erstmal weiter hier drum kurz kümmern. Wir bauen jetzt nämlich hier die Bäume noch schnell zu Ende. Dann haben wir hoffentlich schon in der nächsten Folge, ich stelle jetzt mal nicht so vor, haben wir da schon das Kohlekraftwerk, womit wir hoffentlich in die grünen Zahlen kommen. Ja, gleich schon mal aufs Budget ein bisschen gucken. Drüben noch mal ein bisschen. Ich muss mir nur merken, dass ich hier so ein paar Apfelbäume gepflanzt habe, damit ich die vielleicht mal überall pflanzen kann. Ich glaube, die sehen nämlich ganz cool aus. Ja, wenn sie halt größer wären, aber das kommt bestimmt noch. So. Ja, perfekt. Genau. Haben wir das soweit schon mal ganz gut gemacht, finde ich. Gut, da müssen mehr Häuser entstehen, dann sieht das im Hintergrund auch besser aus. Fußgängerübergang brauchen wir jetzt noch nicht eigentlich. Weil wir den setzen könnten. Haben wir nämlich hier einmal eine Brücke rüber machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Einmal so. Jetzt noch von hier so runter. So. Das ist ein bisschen geschnörkelter. Hier ran. Und den Fußweg setzen wir den dann mal dran. Und den setzen wir erstmal hier einfach hin. Gerade um die Ecke. Mal hier dran. So. Gut, und hier auch nochmal. Schon mal einen Fußweg in die Industrie von da drüben. Vielleicht muss man hier direkt. Ne, wir können ja das noch gar nicht machen. Das wird die Fußgängerübergänge entfernen. Aber das ist nicht schlimm. Wir lassen es erstmal so dabei. Wir sind jetzt schon im Plus mit unserem Geld. Das ist sehr gut. Ohne staatliche Zuschüsse. Das ist ja perfekt. Steuerung lassen wir einfach erstmal so, wie es ist. Darlehen brauchen wir auch gerade überhaupt nicht. Genau, wir können uns jetzt noch um die Schule kümmern. Genau, dann machen wir erstmal. Habe ich das gut durchdacht? Ich glaube, ich habe es nicht gut durchdacht.
Wir setzen die Schule hier hin. Einmal kurz. Höhe ist groß. Schlecht. Kriegen wir die andere Schule hier noch mit rein? Ja, okay, die könnte dahinter halt ran. Das machen wir auch. Oder? War da irgendwo noch. Nicht. Machen wir das so. Hier, das jetzt mal so. Direkt den Sportplatz mit dran. So. Dann passt hier noch der Spielplatz mit rein. Und drumherum könnten wir nochmal so einen Fußweg setzen. Machen wir jetzt auch direkt mal. Nein, lass mal so hier rum. Na, ein bisschen zu viel. So ein bisschen rum. Hier so einen kleinen Schlenker. Der Baum sah eh nicht schön aus. Hier kommen nämlich andere gleich hin. Vielleicht bin ich so stark. Ach komm. Was können wir das denn hier nicht in die Ecke reinmachen? Ah ja, nee. Hä? Wie machen wir das? Okay, wir müssen das hier mal auflösen. So. So machen wir das. Von hier nehmen wir auch nochmal einen kleinen Weg daran. Okay, das sieht cool aus. Das lassen wir so. Jetzt mal hier auch so ein paar Apfelbäume. Ja, wir sind immer noch bei Apfelbäumen. Okay, cool, cool. Und hier machen wir dann direkt den Park hin, damit wir wissen, wie viele Apfelbäume wir noch setzen können. So ein paar hin. Kommen dann auch noch Büsche überall zwischen. So. Und hier noch. Hier ist überall nicht hin. So wenig Platz. Ist auch zu empfindlich hier, dieses Pool. Komm schon hier noch ein. Hier noch haben wir den. Der Baum hat halt einen Riesenplatz bekommen, okay. Ja, dann können wir keinen mehr setzen. Dann geht's zu den Büschen. Nur auf 100%, eine kleinere Fläche einfach mal. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht danach. So. Ja, okay, ich glaube, wenn das hier ein bisschen zuwächst, dann sieht das echt gut aus. Aber das dauert jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen, bis die Bäume gewachsen sind. Und wir sind jetzt im Plus. Im Minus. Hoppala. Ich denke mal, die Schule zieht jetzt ein bisschen Geld, aber das ist nicht schlimm. Dafür kriegen wir jetzt ein paar gebildete Bürger. Das ist perfekt. Genau, hier setzen wir vielleicht auch nochmal. Häuser mit mittlerer Dichte. Die lassen wir erstmal sowieso weg. Ich glaube, hier durch die Mitte ziehen wir auch nochmal. Ungefähr die Mitte natürlich. Auch nochmal eine Straße. Jetzt mache ich hier noch an den Randhäuser. Und hier auch nochmal. Okay. So. Dann haben wir die ersten Schritte eigentlich schon mal soweit fertig. Hier haben wir eine schöne Schule. Mal ein paar Wohnhäuser. Wir sind jetzt schon bei 1000 Einwohnern. Das ist sehr gut. Das steigt auch sehr schnell. Das finde ich perfekt. Hier haben wir so ein paar Geschäfte. Hier haben wir auch ein paar Geschäfte. Jawohl. Dann war es das sogar schon für die erste Folge.
Und nochmal ein Riesendankeschön an die anderen drei, die bald ihre Ideen hier in die Stadt präsentieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.